Das Date mit Theresa hat mich ausgelaugt. Aber die neuen Klamotten geben mir Selbstvertrauen. Heute keine Hosenträger. Ich bin nervös. Mit Mode kenne ich mich gar nicht aus. Wenigstens kann ich auf die Erfahrung von Katharina und Petra zurückgreifen. Ich will, dass mich jemand attraktiv findet, so wie ich bin. Ich bin gespannt, was Michaela geplant hat. Katharina hat mir verraten, dass wir irgendeine Tour machen. Keine Ahnung, was auf mich zukommt. Hallo. Lebe lang und in Frieden. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. I'm Harold. Ich bin Harold. Hello, hello. Ich bin Misha. Freut mich. Wie heißt du? Harold. Harold. Oh, Blackout. Ich weiß deinen Namen, aber... Oh, no. So much pressure. Zu viel Druck. Ich sehe Michaela und bekomme Herzklopfen. Ihre Augen, dieses Lächeln und die langen Beine unter dem schönen Kleid. Sie ist einfach atemberaubend. Hier für dich. Wie lieb, vielen Dank. Ist selbst gemacht. Okay. Du malst? Eine Orchidee für dich. Danke sehr. Tschechische Männer machen keine solchen Geschenke. Ich bin begeistert. Zuerst war ich nervös, aber jetzt war alles bestens. Wo sind wir? Früher wurde hier Schmutzwasser zu sauberem Wasser. Verstehst du? Wasseraufbereitung. Aber alt, außer Betrieb. Ich liebe alte Technik. Ich lerne gern dazu. Für einen Nerd wie mich ist das ein toller Ort. Gehen wir rein. Ich halte dir die Tür auf. Die Kläranlage ist genau mein Ding. Da kann ich über Technik reden. Obwohl das Gebäude toll ist, habe ich nur noch Augen für Michaela. Man spürt die Geschichte. Willkommen in der ehemaligen Kläranlage von Prag. Viel Spaß auf unserer Tour. Let's enjoy the tour. Hier sehen wir die erste Stufe der Wasseraufbereitung. In der Mitte die Kreiselpumpe und die Saugrohre. Über die wurde der Klärschlamm abgeleitet. Gehen wir weiter. Interessant? Na klar. Diese ganze Technik erinnert mich an meinen Job. Ich arbeite für den Strahlenschutz in Atomkraftwerken. Also auch mit großen Pumpen und vielen Rohren. Unser ganzer Stolz. Dampfmaschinen von 1903. Die waren sicher laut. Bestimmt. Ungefähr so. Harold ist so liebenswürdig. Er hat ein nettes Lächeln und ist klug. Ich finde intelligente Männer sexy. Harold ist nicht im landläufigen Sinn sexy, aber er wirkt durch und durch sympathisch. So ein riesiges Schwungrad könnten wir mit modernen Technologien gar nicht mehr herstellen. Dafür gibt es keine Fabriken mehr in Amerika. Big. Riesig. Yes, very big. Das Deuten von Gestik und Mimik gehört nicht zu meinen Stärken. Aber mit Michaela fühle ich mich wohl.
Es ist erfrischend, dass sie mich nicht schief anschaut und ich ganz ich selbst sein kann. Der Druck regelt die Geschwindigkeit. Besser nicht. Außer Betrieb. Manchmal kommt die Liebe unerwartet, sogar in der Kläranlage, wenn alles passt. Jetzt kommen wir zur letzten Station, den Klärbecken. Wieso kennst du dich damit aus? Vieles weiß ich schon, weil es mich interessiert. Ich finde es spannend. Michaela ist klug, süß, groß, hübsch und wir verstehen uns. Sehr vielversprechend. Unser Flachboot. Steigen Sie ein. You can get in. Yes. Okay. Oh. Oh, cool. Meine erste unterirdische Bootsfahrt. Meine auch. Riesenschnecken. Slugs. Slugs? Ja, riesige. Auf Tschechisch Slimak. Slimak? Slimak. Oh, thank you. Klingt ähnlich. Oh, almost the same, yes. Spinnen. Kein Problem. Mit Michaela durch die Kanalisation zu schippern, war wie ein Traum. So schnell habe ich noch nie Vertrauen gefasst. Ich glaube, ich könnte ihr ohne weiteres alles erzählen. Okay, let's go. Wie romantisch. Yes. Wenn ich glücklich bin, singe ich. Singen? Ja? Ich nie. Ich bin in der Hoffnung nach Prag gereist, eine Ehefrau zu finden. Heute kam mir oft der Gedanke, dass sie die Richtige sein könnte. Vielleicht interpretiere ich zu viel rein. Nicht, dass es mir wieder so geht wie mit Theresa. Da hatte ich auch ein gutes Gefühl. Und dann kam die kalte Dusche. Ich hoffe, ich deute die Signale richtig. Tolle Akustik, die wollte ich testen.